Ja, Mann, herzlich willkommen zurück hier im Area 53 Studio Channel auf YouTube. Heute mit einer Technik-Spezialsendung aufgrund hoher Nachfrage. Wenn es euch interessiert, schaut es euch an. Und ich würde mich natürlich über Kommentare und Rückmeldungen eurerseits freuen. Heute zeige ich euch, wie ich technisch gesehen arbeite, von der Mikrofonierung bis zum Interface als auch zur Aufnahme in der entsprechenden Software. Ich habe insgesamt 8 Mikrofone, 3 davon Kondensatormikrofone mit Phantomspeisung. Und diese Signale gehen natürlich in das UI12. Das Stereosignal, das vom UI12 Soundcraft kommt, geht in dieses Zoom U24, wo ich 2 XLR-Eingänge zur Verfügung habe. Das Signal vom U24 Zoom geht dann über USB und einen Lightning-Adapter ins iPad. Das USB-Kabel mit dem Lightning-Adapter schließe ich jetzt an das iPad an und kann meine Software öffnen. Ja, über eine Netzwerkverbindung zum UI12 von Soundcraft kann ich quasi mit meinem zweiten iPad hier eine Oberfläche aussuchen, und zwar entweder Smartphone, eine kleine Oberfläche oder eine größere. Ich nehme jetzt einfach mal das Tablet, und wie ihr seht, habe ich hier alle Eingangskanäle zur Verfügung. Wenn ich jetzt mal hier laut schnipse, seht ihr schon, meine ganzen Mikrofone sprechen an. Ich habe jetzt umgeschaltet auf Gain, damit stelle ich quasi die Eingangslautstärke der einzelnen Kanäle und der einzelnen Mikrofone ein. Und auch hier wieder seht ihr 3 Mikrofone mit Phantomspeisung, rechts oben die blauen Felder. Nachdem ich die verschiedenen Lautstärken der Mikrofone eingestellt habe, hier am Panel sozusagen, schicke ich das Stereosignal raus an das Zoom U24 und geht dann in das iPad. Und hier arbeite ich mit der Recording-Software Cubasis 3 von Steinberg. Ja, Mann, jetzt habt ihr die Geheimnisse des Area 53 Studios ergründet und ich habe euch erklärt, mit welcher Software ich arbeite, und auch dieses digitale Mischpult von Soundcraft ist sehr, sehr cool. Und jetzt spiele ich noch ein bisschen Schlagzeug. Hört euch den Sound an, hört euch an, wie es klingt. Wir sehen uns hoffentlich gesund und hoffentlich munter zur nächsten Sendung. Macht's gut, bis bald. Ciao.